Bevor es richtig losgeht, will ich noch kurz was loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, aber ich habe unter mir eine sehr, sehr alte Dame, die sehr, sehr laut Fernsehen guckt, hört, wie auch immer. Und sie scheint heute ein großes Bedürfnis nach Fernsehgucken zu haben, denn sie hat es den ganzen Tag getan. Und ich habe versucht, darauf zu warten, dass sie vielleicht aufhört, Fernsehen zu gucken, weil man doch im Video immer mal wieder Gebrabbel hört. Aber sie hört nicht auf. Und deswegen filme ich jetzt trotzdem das Video und ich hoffe sehr, euch stört das Gebrabbel nicht. Ich bin ohne Mist in jeden Raum in dieser Wohnung gezogen mit dem kompletten Equipment. Nur, obwohl komplettes Equipment klingt jetzt, als wenn ich hier wahnsinnig viel aufgebaut habe. Ich habe eine Lampe und ein Stativ und eine Kamera. Ja, aber ich habe in jedem Raum versucht zu filmen und es klappt nicht, weil sie scheint irgendwie in jedem Raum einen Fernseher zu haben. Ich war im Bad nicht mit euch. Das nächste Mal filmen wir im Bad. So, ja. Nachdem das jetzt also geklärt ist, willkommen zum Halloween-Video Nummer 4. Schön, dass ihr alle noch da seid. heute soll es etwas Leckeres geben. Ich habe ja versprochen, dass ich euch noch zeige, was ihr Tolles mit dem Innenleben vom Kürbis machen könnt. Und ich würde sagen, heute kümmern wir uns erstmal um die Kürbiskerne. Das sind die Kürbiskerne, die ich aus meinem... jetzt fallen sie mir alle runter. Das sind die Kürbis... Na... Gleich habe ich sie alle auf dem Schoß. Das sind die Kürbiskerne, die ich aus meinem Kürbis rausgeholt habe. Und die habe ich lecker, lecker geröstet. Und ich habe immer gedacht, das ist unheimlich anstrengend und furchtbar aufwendig und ganz, ganz schlimm. Und dabei ist es total einfach. Und ich bin ganz begeistert, dass man so viel von dem Kürbis verwerten kann und nicht nur eine schöne Dekoration hat, sondern auch was Leckeres zu essen. Ja, und ich wusste nicht, ob ihr das auch schon kennt und ob ihr vielleicht auch Kürbiskerne röstet oder ob ihr sie vielleicht sogar wegschmeißt. Auf jeden Fall wollte ich euch dieses tolle, tolle Rezept zeigen und euch zeigen, wie leicht das geht und wie lecker das ist. Und ja, ich dachte, das machen wir heute. Wenn ihr Lust habt zu sehen, wie man geröstete Kürbiskerne macht, dann bleibt am besten dran. Ich warne euch vor, es ist wirklich sehr einfach, aber sehr lecker. Lecker, lecker, lecker. Und solange ihr guckt, esse ich ein paar Kürbiskerne. Oh, geil. Yum, yum, yum. Guckt mal noch eine Weile. Wenn ihr wiederkommt, sind alle leer. Und da sind die Überreste von unserem Kürbisgemetzel. Wir haben hier das Kürbisfleisch und die Kerne und heute wollen wir uns erstmal um die Kerne kümmern. Dafür müssen wir sie natürlich erstmal von dem Kürbisfleisch trennen. Ihr seht, ich beeile mich sehr. Und wenn wir damit fertig sind, dann kommt unser Kürbisfleisch erstmal in den Kühlschrank und wir kümmern uns um die Kürbiskerne. Ich wasche meine Kürbiskerne jetzt erstmal, damit sie auch die allerletzten Kürbisfleischreste loswerden. Und irgendwann sehen sie so aus. Und dann müsst ihr sie nur noch ein bisschen trocknen. Normalerweise kann man einfach Küchenrolle nehmen und sie abtupfen, aber ich benutze zwei Handtücher. Ja, keine Ahnung warum. Seht ihr, wie gründlich ich bin? Wow! Wenn sie trocken sind, könnt ihr sie dann auf ein Backblech legen. Meins ist seit dem Umzug irgendwie noch verschollen, also habe ich mir eins aus Alufolie und meinem Gitter gebastelt. Versucht die Kürbiskerne möglichst gleichmäßig auf dem Blech zu verteilen. Weil ich gern zwei verschiedene Sorten Kürbiskerne machen will, teile ich meine jetzt hier so ein bisschen. Und dann kommt auch schon unser Olivenöl zum Einsatz und einen Löffel. Und mit dem verteilt ihr jetzt das Olivenöl auf den Kernen, so gleichmäßig wie ihr könnt und so sparsam wie ihr könnt. Aber so, dass jeder Kern ein klein bisschen abkriegt. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt schnappt ihr euch ein Gewürz, was ihr besonders gern mögt. Ich liebe Knoblauchsalz. Und das streut ihr einfach über die Seite der Kerne, die ihr gerne mit Knoblauch würzen wollt. Die andere Seite kriegt von mir ganz unspektakulär eine italienische Würzmischung. Die schmeckt so gut. Schön großzügig drüber geben. Und wenn ihr fertig seid mit dem Würzen, dann kommen eure Kerne bei Umluft und ca. 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Während dieser Zeit müsst ihr sie immer mal wenden und ansonsten müsst ihr warten. Und dann, ja dann,
fehlt der allerletzte Schritt, und zwar sie alle aufzuessen. Den habe ich perfektioniert. Guten Appetit und Happy Halloween! Das war's auch schon. Hättet ihr gedacht, dass das so einfach ist? Mir war das nicht klar. Ich habe gedacht, das wäre super aufwendig, aber es ist total einfach und so lecker. Und ihr könnt quasi selbst entscheiden, wie die Dinger schmecken sollen. Je nachdem, was für Gewürze ihr drauf macht. Ich habe inzwischen alles ausprobiert. Ich habe welche mit Curry gemacht, mit Knoblauch, mit Tomatensalz, mit Thymian, mit Rosmarin, mit... Ich habe alles ausprobiert. Auf jeden Fall bin ich süchtig danach, mir Kürbiskerne zu machen. Mein Liebster sagt, wir haben zu viele Kürbiskerne. Ich sehe das anders. Ich finde, man kann nie genug Kürbiskerne haben. Ich bin total begeistert von diesem Rezept. Kann man Rezept sagen? Ist unnötig, zuerst mal zu reden, oder? Und was sagt ihr? Zu einfach für ein Video? Ja, ne? Eigentlich schon. Aber ich, Dummi, wusste nicht, dass es so einfach ist. Und ich wusste nicht, dass sie so lecker sind. Hätte ich das gewusst. Mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Also bitte, wenn ihr einen Kürbis schnitzt, schmeißt sie nicht weg. Am besten gefällt mir eigentlich, dass man sie komplett nach seinem Geschmack würzen kann. Je nachdem, was einem gut schmeckt. Ich bin ein großer Knoblauchfan. Ja. Man kann natürlich auch Parmesan drüber machen, um so ein bisschen Käsechips-mäßig was zu haben. Man kann Curry rüber machen. Alle Gewürze, die euch irgendwie ansprechen und die euch gut schmecken generell, könnt ihr hier rüber machen und sie rösten. Und dann schmecken sie danach und sind knackig und lecker und yam. Wie immer, wenn ihr die Kürbiskerne nachmacht und Lust habt, mir zu zeigen, wie sie bei euch aussehen, könnt ihr mir gerne bei Twitter oder Instagram eine Raute und dahinter Hello Bean schreiben unter euer Foto, damit ich das finden kann und mir angucken kann und mich drüber freue. Und ihr kennt das ganze Prozedere. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen. Das ist es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt jetzt Lust, Kürbiskerne zu rösten. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Wenn ihr mögt, sehen wir uns am Freitag wieder. Und bis dahin, passt bitte gut auf euch auf. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns also Freitag. Und ja, bis dann. Tschüss. Oh, das ist auch gut. Ich liebe alles, was salzig ist und knackt und das... Oh nee, das sage ich nicht. Nein. Fuck. Klingt wie Quark. Zu machen und mir sie zeigen wollt, was ihr da... Also, was ihr gemacht... Also, wenn ihr... Hä? Schönsten finde, ist, dass man die wirklich komplett nach seinem Geschmack wie immer. Nee, das ergibt trotzdem keinen Sinn.